Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Anrufe mitgebracht. Der erste Anruf, naja, der ist gewöhnlich, wie fast immer. Der zweite Anruf, da sprechen wir mit der Frau Abend. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Herald? Schönen guten Tag, Herr Herald. Hier ist Anke Gorsa, die repräsentative Kontoberaterin von Inetia Finance. Hier, Herr Herald, Sie sind gerade auf unserer Webseite, ja? Genau, Herr Reitz, wie gesagt, also ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin und ich rufe Sie, damit ich Ihnen Informationen geben kann und ich Ihnen helfen kann, Ihr Handelskonto bis Ende zu aktivieren und danach können Sie anfangen zu handeln. Ja, es geht natürlich um Kryptohandel, ja? Sehr gut. Herr Reitz, ich habe ein paar Fragen vor Sie am Anfang. Haben Sie in diesem Bereich Erfahrung oder haben Sie noch nie gehandelt? Nö. Sagen Sie mir bitte, was ist Ihre Motivation? Warum haben Sie entschieden, anfangen zu handeln? Mal gucken. Es sind aber auch wirklich jedes Mal die gleichen Fragen am Anfang. Als allererstes wollen Sie wissen, ob man Erfahrung hat, wenn Sie nicht noch wissen wollten, wie es einem geht. Beide Fragen weiß ich nicht. Also, ob man die schon mal bei einer Bank gehört hat, glaube ich nicht. Naja, aber das ganze Spielchen, das geht hier exakt genau so weiter. Wie bitte? Mal gucken. Okay. Ja, nur zu ausprobieren, ja? Alles klar. Erhalt, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon mal, also gesehen, mit welchem Betrag kann man anfangen zu handeln? Haben Sie schon mal entschieden? Nee. Na, ganz bestimmt ist wohl der Mindesteintrag oder ein Zahlungsbetrag wie immer bei den Betrügern 250 Euro. Das ist aber auch tatsächlich nur bei den Betrügern so, denn bei jeder anderen Plattform ist es euch frei überlassen, wie viel ihr da einzahlen könnt. Sicherlich macht da ganz wenig Geld keinen Sinn und sicherlich gibt es dann da auch irgendwelche Untergrenzen, weil der Trade oder die Trades, die man da setzt, haben halt eben auch eine Mindesteinzahlung. Bei manchen sind es 25 Euro, bei manchen sogar nur 5 Euro. Das muss man dann auch nur auf seinem Konto haben, um da traden zu können. Bei den Betrügern dem Anschein, naja, nach nicht, denn wenn man da nur 5 Euro oder 25 Euro einzahlt, ja, dann können die damit ja nicht viel anfangen und dann lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Von daher wollen die halt wenigstens 250 Euro ergaunern, damit sie sich danach aus dem Staub machen können. Also auf offizielle Finanzbörse kann man anfangen zu handeln. Also erste Investition, was kann man tätigen, ist das ab 250 bis 1000 Euro. Ja? Mit dieser Investition kann man anfangen zu handeln. Ja? Es natürlich entstanden Sie, mit welchem natürlich Betrag möchten Sie anfangen zu handeln. Ja? Von unserer Seite, was bekommen Sie, ist natürlich Handelssystem, was rechnet, ja, was passiert auf den Finanzbörsen, was bekommen, also wie ändert sich die Preise, die Situationen und so weiter und so fort. Was noch dazu bekommen Sie von unserer Seite, ist das einen Finanzberater, ja. Mit Ihrem Finanzberater, persönlicher Finanzberater, ja, Sie werden also alle Situationen wissen, auch was passiert, ja. Sie bekommen auch Analyse, Prädiktionen und Handelsplan, ja. Damit Sie können Ihre Ziele erreichen, ja, Herr Reif, ja. Okay, also wie gesagt, ich werde mit Ihnen also alle technische Sachen erledigen, wie ist also Ihr Handelskonto bereit zu aktivieren und danach werde ich mit Ihnen natürlich einen Termin beantragen mit Ihrem Finanzberater und danach Ihrem Finanzberater wird Ihnen detailliert erklären, wie passiert einzusteigen und danach wie fängt man natürlich zu handeln, ja? Genau, sagen Sie mir bitte, Herr Reitz, was benutzen Sie jetzt? Sind Sie am Computer oder sind Sie mit dem Handy? Computer. Computer. Sagen Sie mir bitte, Herr Reitz, welche Browser benutzen Sie in Ihrem Computer? Ist das Google Chrome oder Mozilla Firefox? Tor. Wie bitte? Tor. Tor? Ja. Ach so, das ist Tor. Haben Sie aber Google Chrome oder Mozilla Firefox? Nein. Nein. Nur benutzen Sie Tor? Ja. Okay, das ist auch gut. Okay, dann machen wir es so. Herr Reitz, können Sie bitte Ihr Tor öffnen? Okay, und ich diktiere Ihnen, was jetzt passiert, ja? Kennen Sie diese Applikation und Programm AnyDesk? Ja. Haben Sie es schon heruntergeladen?
Nein. Ja, es ist ein Verbindungsprogramm, ja, damit wir können also keine Fehler machen, ja, und damit Ihr Handelskonto bisher der ohne Fehler und schneller aktiviert wird, ja. Hören Sie mich? Ja. Okay, das können wir machen und danach können wir, wie gesagt, also weiter durchgehen, ja, herreisen. Nee. Was meinen Sie? Na, das Programm. Was meinen Sie, herreisen? Nein, nehme ich nicht. Ah, okay, kein Problem, da können wir ohne Ende durchgehen, ja, einfach. Das wäre einfach auch Vorsicht. Wenn Sie es nicht möchten, dann natürlich nicht, ja? Okay. Dann sagen Sie mir bitte, was ist Ihre Erwartungen, ja? Was so denken Sie, was kann man also bekommen? Welche Betrag kann man bekommen, ja? Was kann man verdienen, wenn man handelt anfängt? Was denken Sie? Weiß ich nicht. Also haben Sie daran nicht gedacht? Nö. Okay, ja, haben Sie also unsere Webseite durchgesucht, also gelesen, was dort steht und so weiter und so fort? Ja. Ja, haben Sie. Sehr gut. Welche Interesse, also haben Sie allgemein Interesse in Kryptowährungen oder haben Sie bestimmte zum Beispiel in Ethereum oder Bitcoin oder haben Sie allgemein in Kryptowährungen? Nee. Also allgemein haben Sie oder haben Sie in Bitcoin oder Kryptowährungen? Nee. Herr Allreis, ja? Mit Ihr oder ne, verstehe ich nicht, was Sie meinen. Ungünstig. Was meinen Sie ungünstig? Na, wenn Sie mich nicht verstehen. Also, Sie sagen nur entweder ja oder ne, ja? Ich habe Sie eine Frage gestellt, ja? Ja. Also, haben Sie Interesse in allgemeinen Kryptowährungen oder haben Sie Interesse vor nur Bitcoin oder vor bestimmte Kryptowährungen. Wo bekommt man denn mehr Geld? Ja, okay, sehr gut. Herr Allreis, haben Sie bestimmte Wünsche, ja? Wenn Sie zum Beispiel das Geld verdienen, müssen Sie etwas zum Beispiel kaufen oder womit möchten Sie das Geld danach ausgeben? Haben Sie daran gedacht schon? Nee. Nee, haben Sie nicht. Okay, Herr Reis. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie, damit wir können Ihr Handelskonto aktivieren? Was? Benutzen Sie, welche Zahlungsmethode benutzen Sie, damit wir können Ihr Handelskonto aktivieren? Wie gesagt, also bei uns auf europäischer Finanzbörse, es gibt ab 250 bis 1000 Euro, ja? Natürlich hängt es an, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln, ja? Ja, wenn Sie möchten, Sie können natürlich 500 oder mit 250 anfangen, ja? Oder mit 1000, natürlich, das hängt an Sie. Ja? Haben Sie schon mal daran gedacht, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln? Weiß ich nicht. Also was ja hier wirklich wieder absolut auffällig ist, es sind exakt die gleichen Fragen, die man von einem Betrüger so erwartet. Der Hintergrund ziemlich laut, Musik ist jetzt hier mal nicht zu hören, naja, aber man hört ja, was da los ist. Ne? Ich meine, das ist jetzt kein Indiz unbedingt für Betrug, die Lautstärke im Hintergrund, denn das kann euch auch, was weiß ich, wenn dann bei der Telekom mal anruft, wobei das mittlerweile auch nicht mehr so ist. Ja, es ist halt einfach Wahnsinn. Die Betrüger, die geben sich wirklich nicht mal Mühe, irgendwie mal was zu verändern an deren Maschen. Aber naja gut, das könnte auch einfach daran liegen, weil wir die Masche hier jeden Tag hören. Ja, aber ein Opfer, nicht unbedingt. Und naja, es ist auch nicht so einfach, alle möglichen Menschen in Deutschland zu erreichen. Es gibt halt immer noch ganz, ganz viele, die sich überhaupt nicht solche Videos anhören. Naja, und halt auch gar kein Interesse daran haben, sich sowas anzuhören. Denen solltet ihr das auf jeden Fall wenigstens erzählen. Schauen muss die Videos ja nicht jeder, aber es wäre schön, wenn jeder wenigstens über die Maschen Bescheid weiß. Also wir sollen jetzt und wir können jetzt anfangen zu handeln, ja, und Ihr Handelskonto zu aktivieren, ja. Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln? Das ist meine Frage, Herr Ereis. Welcher ist denn gut? Wie bitte? Was ist denn gut? Also natürlich mit zum Beispiel 250 Euro, Sie werden einfach nur ausprobieren, zum Beispiel, wie es läuft, wie es passiert. Mit 500 Euro werden Sie natürlich mehr VIP-Signale bekommen und mit Ihrem Finanzberater werden Sie auch natürlich viel mehr Zeit bringen. Also Sie werden dann natürlich mehr Zeit haben vor Handel, also Planung und so fort, ja?
Natürlich, und mehr 1.000, 2.000 Euro werden Sie natürlich mehr Bonussysteme haben, ja, und auch vor Mitte 500 Euro werden Sie auch mehr Bonussysteme haben, ja. Natürlich gibt es auch Bonussysteme, ja. Mit 250 Euro, diese Bonussysteme leider gibt es nicht, ja. Mit 250 können Sie einfach ausprobieren, ja. Und danach, wenn Sie zum Beispiel anfangen zu handeln mit 500 Euro, ja, und Sie können dieses Geld verteilen, ja. Die Reste können Sie einfach lassen auf Ihrem Handelskonto, ja. Sie können einfach, wenn Sie zum Beispiel anfangen mit 500 Euro zu handeln, Sie können zuerst anfangen mit 300 Euro und danach diese 200 bleibt auf Ihrem Handelskonto zum Beispiel, ja. Und die Reste können Sie einfach sparen und einfach gucken, wie es läuft. Und danach können Sie einfach woanders investieren, also in anderen Kryptowährungen und so weiter und so fort. Das hängt natürlich an Sie, ja. Von unserer Seite bekommen Sie einfach so Raten und Empfehlungen, Handlungsplanung, Analyse und so weiter und so fort. Wie bitte? Ja. Okay, Herr Eireit, wie ich gesagt habe, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln? Das erste. Wie bitte? Das erste. Erste? Also 250, ja, meinen Sie? Okay. Dann machen wir so. Also Sie möchten einfach ausprobieren. So habe ich verstanden. Ja. Okay, sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Ist das Online-Banking? Ist das Visa-Karte, Mastercard? Was benutzen Sie? So eine silberne Karte. Eine Karte. Welche Karte? Master oder Visa? Was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass die Callcenter wirklich ohne jeden Skrupel arbeiten. Die graben so lange an euch dran rum, bis ihr alles gesagt habt, was sie wollen. Ich meine, klar, der ein oder andere, der kommt da ziemlich schnell dahinter, dass irgendwas schief läuft. Ja, aber ich sag mal, man kann sich, also ich habe jetzt schon viel durchprobiert, ne? Also ich habe mich geistig zurückgeblieben dargestellt, ich habe mich einfach verwirrt dargestellt, müde, keine Lust drauf. Die labern einfach trotzdem ihr Skript runter. Die wollen von euch die Kohle haben, koste es, was es wolle. Und solange der Kunde nicht auflegt, bleiben die möglichst lange dran. So ist es meistens. Sicherlich legt der ein oder andere auf, wenn es in der Diskussion ausartet. Aber ja, auf die breite Masse gesehen, sind die schon ziemlich bissig und versuchen wirklich unter jedem Preis oder ja, ist egal wie, an eure Daten ranzukommen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob ihr das begreift, was die euch da sagen oder eben auch nicht. Weiß ich nicht. Gucken Sie bitte, welche Karte haben Sie? Ja. Ja, gucken Sie bitte, nehmen Sie Ihre Karte und gucken Sie bitte. Gucken Sie bitte jetzt, welche Karte haben Sie? Ist eine Visa. Visa-Karte, sehr gut. Herr Eireit, sagen Sie mir bitte, ist das Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? steinchen@gmail.com. Ja, okay. Haben Sie jetzt mit Ihrem Computer Zugriff auf diese E-Mail-Adresse? Nee. Haben Sie nicht. Also mit Ihrem Computer können Sie nicht einloggen auf diese E-Mail-Adresse? Ja. Sie können, okay. Nee. Dann werde ich Ihnen unsere Zahlungsmethode dort senden, ja, womit wir können diese Investition tätigen, ja? Aha. Moment mal bitte, kennen Sie, das ist MoonPay, das ist ganz einfache, ja? Damit können wir das benutzen wir auf offizielle Finanzbörsen, ja, damit können wir einfach benutzen, ja. Herr Eireit, wie Sie gesagt haben, können Sie bitte Mozilla Firefox herunterladen, weil auf offizielle Finanzbörsen benutzen wir Mozilla Firefox oder Google Chrome, ja, weil für uns das ist sicherer und das benutzen wir. Warum? Wie gesagt, das ist Regulation, was wir natürlich Unternehmer, so wie wir funktionieren, natürlich auf offizielle Finanzbörsen, das wir verfolgen sollen, ja? Das erstellen wir nicht. Das erstellt offizielle Finanzbörse, also europäische Finanzbörse, was wir auch verfolgen sollen, ja? Aha. Dann bitte, also herunterladen Sie entweder Mozilla Firefox bitte oder Google Chrome. Ja? Und sagen Sie mir bitte, wenn es heruntergeladen ist, ja? Ich warte auf Sie hier, okay? Sagen Sie mir bitte, wenn Sie es heruntergeladen haben und geöffnet haben.
Herr Reich, haben Sie Google Chrome heruntergeladen? Ja. Sehr gut. Okay, ich werde Ihnen also eine E-Mail-Adresse herunter, also senden. Einen kleinen Augenblick bitte. Ich habe es gesendet. Ja, und Sie können Ihre E-Mail checken, ja? Bitte checken Sie Ihre E-Mail, Posteingang und sagen Sie mir bitte, wenn Sie also meine E-Mail bekommen haben, also es ist von Anke Goldberg, also von mir, und als Betreff steht es Zahlungsmethode, ja? Sagen Sie mir bitte, wenn Sie es schon bekommen haben. Ja. Haben Sie gecheckt? Ja. Haben Sie es bekommen? Ja. Haben Sie geöffnet? Ja. Was steht dort? Sagen Sie mir bitte. Kaputt. Was kaputt? Kaputt. Was meinen Sie mit kaputt? Geht nicht. Was geht nicht? Fehler. Was Fehler? Was meinen Sie mit Fehler? Ja, weiß ich nicht. Was wissen Sie nicht? Ja, wegen Fehler. Keine Was Ahnung. Wegen Fehler? Warum verlieren Sie jetzt meine Zeit? Weil Sie Betrüger sind. Wir sprechen jetzt seit 15 Minuten. Warum verlieren Sie meine Zeit? Weil Sie Betrüger sind. Ah, haha. Ja, Sie wissen ja mehr Worte als Ja und Nein, ja? Ja. Haha, ja. Sie können sprechen. Ja. Haha, sehr gut. Gut für Sie. Tschüss jetzt. Ja, Betrüger. Na, da hat sie aber zum Schluss ganz schön drin nachgebohrt, finde ich ja. Ne? Also es war ja hier nur noch ein Ja- und Nein-Spiel zum Ende hin. Aber Wahnsinn. Grundsätzlich auch nochmal ein Wort zur Webseite Moonpay. Die Webseite Moonpay ist vom Prinzip her so zu sehen wie in alten Bowlinghallen oder aus alten Spielhallen, wer es noch kennt, solche Kleingeldwechsler. So kann man sich Moonpay vorstellen in digitaler Zeit. Man nimmt seinen Euro oder seine Dollars oder was auch immer für eine Währung, schmeißt die da rein und dann bekommt man lauter Kryptocoins raus. Egal von welcher Kryptowährung. Die tauschen fast jede Kryptowährung, also zumindest sehr, sehr viele. Ja, und so kann man sich das vorstellen. Um die Kryptos wieder einzusammeln, muss man dort ja logischerweise dann auch ein neues Portemonnaie eingeben. Also den Sack, wo ihr das Geld reinfüllt. Und das ist in der Regel euer privates Krypto-Wallet. Das kann auf dem Computer liegen, das kann in der Cloud liegen, das kann auf eurem iPhone sein in einer App oder das kann auch auf einem USB-Stick sein. Gibt es auch noch sicherlich viele weitere Varianten, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Das ist auch jeweils nur ein einzelnes Portemonnaie. Habt ihr so ein Krypto-Wallet auf dem Handy und als USB-Stick und auf dem PC habt ihr drei verschiedene Portemonnaies. So, und nun gebt ihr da diese Krypto-Nummer an. Jedes Portemonnaie hat eine Nummer. Die gebt ihr da auf Moonpay an. Dann überweist ihr per Banküberweisung oder per Kreditkarte mit einem Zahlungsdienstleister auf Moonpay Geld an Moonpay. Je nachdem, wie viel man haben will, kann man alles eintragen. Und Moonpay macht daraus dann die entsprechende Kryptowährung. Nun ja, und jetzt ist hier das Problem, dass ihr da nicht euer Portemonnaie eingebt als Krypto-Wallet, sondern das Portemonnaie der Betrüger. Und naja, ich habe euch ja auch gerade schon erzählt, dass man auf die Krypto-Wallets nicht untereinander zugreifen kann, selbst wenn euch die alle gehören würden. Das heißt, die Kohle ist weg, wenn ihr das Geld an die Betrüger sendet. Die werden das danach nicht auf eurem Konto gutschreiben. Die werden euch ein Demokonto einrichten, wo das dann so aussieht, als hättet ihr Geld auf diesem Konto. Aber das echte Geld, das ist lange weg. Das haben die sich irgendwo über Auslandskonten offshore auszahlen lassen und kaufen sich davon einen schönen Porsche. Und dann war's das mit der Kohle. Nun ja, aber wir haben noch ein Telefonat mitgebracht, wo ich heute meine Stimme ein bisschen verändert hab. Ja, guten Abend, ich spreche mit Frau Abend. Hallo, Frau Abend, hören Sie mich? Ja. Hallo? Hallo. Hören Sie mich? Ja. Hallo, hören Sie mich? Ja. 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 Was denn? Was denn? Hören Sie Deutsch? Ja. Was ist denn los? Sie sind auf unserer Website registriert. Wegen Bitcoin Profi Frau Abend. Na, ich bin hier auf Bitcoin Code. Genau, Bitcoin Code. Sie haben unsere Werbung nachgeschaut
Banken sind Sie auf unserer Website liquidpro.com weitergeleitet. Sie haben bei uns Ihre Handelskonto eingerichtet. Nee, bin nicht weitergekommen. Da wackelt noch so ein blaues Ding. Bitte noch einmal? Das geht nicht weiter. Okay, was sehen Sie gerade auf Ihrem Bildschirm, Frau Abend? Bitcoin-Code. Ja. Gut. Frau Abend, Erfahrung in diesem Bereich haben Sie oder sind Sie noch Anfänger? Nein, da bin ich noch neu. Bitte? Da bin ich neu. Null, okay. Also Frau Abend, warum habe ich das gefragt? Ja? Also ehrlich gesagt, 90% von unseren Kunden sind Anfänger. Website, wo sie registriert und ihr Handelskonto eingerichtet, arbeitet mit vollautomatischer Handelsplattform, ja? Ah ja, 90% ihrer Kunden sind neu. Sollte mir schon vielleicht zu bedenken geben bei einer Handelsplattform. Denn wer handelt, der hat doch eigentlich Ahnung. Von daher macht das mit 90% Ahnungslosen nicht so wirklich Sinn. Sicherlich gibt es immer Leute, die irgendwo erst anfangen. Das Problem ist aber, beim Aktienmarkt und Börsenmarkt ist, Anfangen ein gefährliches Spiel, wenn man sich damit nicht auskennt. Die Kohle kann einfach viel, viel schneller weg sein, als man sie da reinbekommen hat. Ne? Also, als ihr das überhaupt überwiesen habt, kann die Kohle einfach zack, weg ist. Und von daher sind 90% Anfängerquote schon eine ziemlich komische Quote, meiner Meinung nach. Welche geeignet ist für die Leute, die in diesem Bereich keine oder kleine Erfahrung haben, Frau Abend? Tägliche Aufmerksamkeit brauchen Sie nicht, spezifische Kenntnisse brauchen Sie auch nicht. Einzige, was Sie machen sollen, wenn Sie Lust oder Interesse haben, genauso einfach auf Ihrem Handelskonto anmelden, Ihr Balance nachschauen und Ihre Profite zurück auszahlen. Ja, alles werden Sie von Ihrer Seite kontrollieren. Auszahlungsoption steht auf Ihrem Handelskonto. Und jederzeit, wenn Sie Ihre Profite zurück abheben möchten, ganz einfach klicken Sie an diese Option, dann eine bestimmte Summe eingeben und ungefähr 24 Stunden wird dieses Geld auf Ihrem aktuellen Konto gutgeschrieben. Ja, alles werden Sie von Ihrer Seite kontrollieren. Ja. Frau Abend, übrigens, wie alt sind Sie? 29. 29? Ja. Okay, Ihre Stimme hört man mir im Alter, also. Das ist aber nicht nett. Sind Sie Frau oder Mann? Was ist denn mit Ihnen nicht richtig? Okay, bitte hören Sie mir bitte noch einmal Ihre Alt. 29. 29, okay, alles klar. Also warum die jetzt aufgelegt hat, kann ich euch wirklich nicht verraten. Die war ja auf einmal zack, weg quasi und hat kein Wort mehr mit uns gesprochen. Tja, ich weiß es nicht. Sicherlich hat sich das ein bisschen älter angehört, aber ist ja kein Grund, dann einfach so bei einem Kunden aufzulegen. Denn letztendlich, Kunde ist immer noch Kunde. Naja, aber die Betrüger, die haben halt keine Lust auf irgendwelche YouTube-Aufzeichnungen. Und ich vermute fast, dass sie hier den Braten zumindest ein kleines bisschen gerochen hat, dass irgendwas an der ganzen Situation hier schiefläuft. Die Stimme war ja auch ziemlich nervig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann jetzt hier nochmal in die Playlist reinschauen. Es gibt noch jede Menge weitere Videos auf dem Kanal hier. Besucht mich auch gerne auf Social Media, wie zum Beispiel Instagram oder auf Twitter wollte ich sagen, genau. Ja, ich bedanke mich. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.